Ja, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Ernst, es muss der Staub sein von Ihrem Antrag, den Sie hier stellen, den Sie bereits 2010 und 2012 schon mal gestellt haben, aus der Mottenkiste herausgezogen, die Wiederbelebung der Vermögenssteuern. Einziger Unterschied ist, heute wollen Sie nicht nur Privatvermögen ab 1 Million, sondern auch noch die Betriebsvermögen ab 5 Millionen mit einem Steuersatz von 5% jährlich besteuern. Wir haben das in den letzten Wahlperioden abgelehnt. Wir werden es auch heute wieder tun. Es war falsch, es ist falsch und es wird auch falsch bleiben, was Sie hier vorschlagen. Eine Vermögenssteuer, also eine Substanzbesteuerung, führt zu Kapitalflucht. Vermögen, aber auch Produktionsstätten und Betriebe sind mobil. Das ist leider so. Sie können einfach ins Ausland verlagert werden. Und mit einer Substanzbesteuerung provozieren Sie ja geradezu Standortverlagerungen. Sie können mit dem Arbeitnehmer da ganz verkaufen und kauft sich woanders eins, so ganz einfach. Dann können Sie dem Arbeitnehmer zwar erzählen, dass Sie eine tolle Vermögenssteuer eingeführt haben. Sie können ihnen sagen, jetzt können wir endlich mal den von uns definierten Reichen ans Portemonnaie gehen. Dass aber dabei sein Arbeitsplatz über die Wupper ging, das müssen Sie ihm dann auch erklären. Eine Substanzbesteuerung, liebe Kolleginnen und Kollegen, zerstört Wachstum, sie kostet Arbeitsplätze. Und wenn Sie den Familienunternehmen neben den Ertragssteuern, die Sie ja bezahlen, Gott sei Dank, auch noch an die Substanz gehen, dann entziehen Sie den Unternehmen zusätzliche Liquidität und Sie bedrohen am Ende ihre Existenz. Sie begründen Ihren Antrag ja mit Mehreinnahmen für die öffentliche Hand. Sie haben vorhin eine Zahl in den Raum gestellt, ich habe 500 Milliarden. Da bleibt einem tatsächlich die Spucke weg. Aber was Sie außer Acht lassen, ist der bürokratische Aufwand, den Sie betreiben müssen, um die Erhebung der Vermögenssteuer überhaupt hinzubekommen. Wir haben ja in den 90er Jahren bereits die Vermögenssteuer gehabt. Damals hatten wir Erhebungskosten von knapp 1/3 des Aufkommens. Ich glaube, es gibt keine teurere Steuer als die Vermögenssteuer, so wie Sie sie beabsichtigen. Die Verwaltungskosten für Unternehmen, für Bürger, aber auch gerade für die Finanzverwaltung sind enorm und sie stehen in keinem Verhältnis zu den von Ihnen versprochenen Mehreinnahmen. Dank guter Rahmenbedingungen sind die Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und bei den Kommunen gegenüber 2015 um insgesamt 28 Milliarden gestiegen. Wir haben im letzten Jahr 643 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Das ist absolutes Rekordniveau. Und dazu kommt, dass die Einkommensschere seit Jahren nicht mehr auseinandergeht, sondern dass sie sich nicht weiter auseinanderbewegt, sondern sie gleich bleibt. Das ist unsere Politik. Das haben wir für die Bevölkerung gemacht, Herr Ernst, wenn Sie fragen. Vernünftige wirtschaftliche und steuerliche Rahmenbedingungen fördern den Konsum, sie fördern Investitionen, und das führt zu Steuermehreinnahmen, und steuerlich falsche Rahmenbedingungen, wie Sie sie hier vorschlagen, führen am Ende zu einer geringeren Steuer und zu einem geringeren Anspruch des Staates. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Kollegen Ernst? Jetzt komme ich fast zum Ende. Jetzt führe ich das zu Ende. Ich weiß auch schon, was kommt. Was Sie nämlich auch immer verschweigen, ist, dass Sie immer verschweigen, dass wir bei dem Verzicht auf die Erhebung der Vermögenssteuer 1997 nämlich andere Steuern erhöht haben, um das auszugleichen. Wir haben die Erbschaft- und Schenkungssteuer erhöht. Wir haben die Grunderwerbsteuer erhöht, um diesen Verlust bei der Vermögenssteuer wieder auszugleichen. Wir haben heute bei der Erbschaftssteuer, bei diesen Millionenvermögen, die Sie vorhin genannt haben, Steuersätze von bis zu 50%. Und Sie wissen selbst, dass eine verfassungsgemäße Vermögensbesteuerung die Durchführung der gesamten Neubewertung des Grundbesitzes in Deutschland mit sich bringen würde. Ein riesiger Aufwand für die Verwaltung. Sie müssten die Betriebsvermögen jedes Jahr neu bewerten, mit individuellen Gutachten, mit starken Schwankungen innerhalb der Jahre. Das ist eine Mammutaufgabe für die öffentliche Verwaltung. Und diese Mammutaufgabe steht in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Ertrag. Tun Sie auch bitte nicht so, dass die von Ihnen sogenannten Reichen sich nicht
an unserer Finanzierung des Staates beteiligen. Aufgrund der Progression in der Einkommensteuer tragen heute bereits die 10% der höchsten Einkommensteuerzahler über 50% des Gesamtaufkommens bei der Einkommensteuer. Die obere Hälfte der Einkommensteuerzahler spült 94% des Gesamtaufkommens der Einkommensteuer in die Kassen. Das ist Umverteilung und die funktioniert. Es bleibt also festzuhalten, mit der Vermögensteuer sind Steuergestaltungen und Steuerflucht ins Ausland vorprogrammiert. Ihre Vermögensteuer schädigt die Volkswirtschaft. Sie ist investitionsfeindlich, bürokratisch, sie ist teuer und sie würde mittelfristig schon zu weniger Investitionen, zu mehr Arbeitslosigkeit und wegbrechenden Steuereinnahmen führen. Und aus diesen eben genannten Gründen bleibt uns auch dieses Mal nichts anderes übrig, als Ihren wirklich staubigen Antrag auch diesmal zurückzuweisen. Vielen Dank, Olaf Gutting. Das Wort zu einer Kurzintervention hat Klaus Ernst.